Hi, mein Name ist Sabrina und heute spreche ich über ein ganz wichtiges Thema im Zusammenhang mit Parasiten beim Pferd und es geht um Kotproben. Was sagen Sie uns eigentlich? Was sagen Sie uns nicht? Und was bedeutet das denn nun für unsere selektive Entwurmung? Und ich möchte euch heute Aussagen vorstellen, die ich von Martin K. Nielsen übernommen habe. Das ist ein Parasitologe an der Universität von Kentucky. Sein Video, dessen Aussagen ich hier wiedergebe, habe ich hier unten verlinkt. Martin Nielsen ist ein Däne, der also Englisch mit sehr charmantem dänischem Akzent spricht. Wer sich das im Original anhören möchte, Link hier drunter. Was sagen uns diese Eier im Kot denn nun? Erste Frage. Sagt es mir, ob ein Pferd überhaupt Würmer hat? Also wenn keine Eier drin sind, hat es keine Würmer. Nein, tut es nicht. Pferde haben immer kleine Strongyliden. Es gibt kein Pferd ohne kleine Strongyliden. Sagt es mir, wie viele kleine Strongyliden ein Pferd hat? Nein, sagt es nicht. Martin Nielsen stellt dort Daten von 300 Pferden aus der Universität von Kentucky und der dort durchgeführten Forschung an Wurmkuren vor und zeigt eindeutig, sie haben Daten zu Wurmbefall und im gleichen Zusammenhang auch mit Daten für Wurmeier. Und mein Kater mischt sich hier ein. Und er zeigt sehr deutlich, es gibt keinen Zusammenhang zwischen Anzahl der Würmer im Darm und Anzahl der Eier im Kot. Die dritte Frage ist, sagen die Zahlen der Eier im Kot etwas darüber, wie stark die kleinen Strongyliden meinem Pferd schaden? Nein, tun sie auch nicht. Besonders schädlich ist die eingekapselte Larve 3 in der Darmwand, wenn sie auswandert. Das führt zur Perforierung der Darmwand. Das macht die stärksten Schäden. Erwachsene Würmer, die schließlich Eier legen, also die 3 Entwicklungsstadien später, die machen eigentlich am wenigsten Schaden im Gegensatz zu den Larven davor. Das sagt es mir also auch nicht. Was sagen mir denn dann diese Kotproben? Sind sie völlig obsolet? Nein, sagt er. Natürlich kann man, und das sollte man unbedingt aus seiner Sicht, die Wirksamkeit der Wurmkur testen. Und zwar sollte man vor einer Entwurmung Eier im Kot bestimmen und 2 Wochen danach, um dann zu sehen, hat denn die Wurmkur gewirkt, damit man nicht Wurmkuren einsetzt, die eine starke Resistenzlage im Bestand haben. Das ist also eine wichtige Anwendung von Kotproben. Die zweite wichtige Anwendung betrifft vor allen Dingen junge Pferde. Ich kann sehen, ob kleine Strongyliden drin sind oder und zusätzlich Spulwürmer. Und Spulwürmer und kleine Strongyliden sind auf sehr unterschiedliche Wurmkuren empfindlich. Es ist also fürs Entwurmungsregime wichtig zu wissen, sind dort Spulwürmer vorhanden oder überwiegen die kleinen Strongyliden. Ein drittes Thema, was jetzt dazu kommt, was er nicht erwähnt, aber was ich aus meiner Erfahrung jetzt dazu geben würde, Bandwürmer. Entdecke ich Bandwurmeier bei einem Pferd im Bestand, ist klar, dass der gesamte Bestand Bandwürmer hat und dafür gibt es ein spezielles Wurmmittel, das man einmal im Jahr während der Winterperiode geben sollte. Das ist ganz wichtig, um auch dort den Besatz zu kontrollieren. Und die dritte Anwendung aus seiner Sicht, die Identifikation von starken Ausscheidern von kleinen Strongyliden-Eiern im Bestand. Ungefähr 20% der Pferde, also jedes fünfte, scheiden 80% der Eier aus. Das heißt, das sind starke Ausscheider, die den Vermehrungszyklus besonders vorantreiben und die Parasitenlast hochtreiben. Und er sagt, diese Pferde sollte man häufiger entwurmen als die anderen, um einfach die Ausscheidung im Gesamtbestand niedriger zu halten. Da kommt also so ein bisschen der Gedanke der selektiven Entwurmung rein. Tatsächlich ist aber zu sagen, ach na ja, mein Pferd hat keine Eier im Kot, das entwurme ich nicht mehr. Das ist durch die Daten, die er vorstellt, in keiner Weise abgesichert. Starke Ausscheider sollte man oft entwurmen, aber wie oft denn?
Man muss sich klar machen, und das ist aus wissenschaftlichen Arbeiten belegt, es dauert zwischen Entwurmung und erneuter Eierausscheidung etwa 4 Wochen. Und nach 6 Wochen ist die Zahl der Eier im Kot genauso hoch wie vorher. Da sind einfach nur wieder welche aus der Darmwand ausgewandert und haben inzwischen das eierlegende Stadium erreicht. Auch so kann ich, selbst wenn ich also den starken Ausscheidern 4-mal im Jahr eine Wurmkur gebe, auch dann reduziere ich nicht die Eierausscheidung auf null. Das sollten wir uns klar machen. Unsere Pferde haben einen massiven Parasitendruck da draußen. Und das ist kein natürlicher Zustand. Pferde in der Natur leben nomadisch. Die fressen nicht um ihre eigenen Haufen herum. Auch das sollten wir uns klar machen. Übrigens, der Zyklus der kleinen Strongyliden steht auch in meinem Buch, Mein Pferd richtig füttern.